Also bisher muss ich echt sagen, ist die Ausbeute nicht so gut. Aber ich hoffe, dass wir einfach drumherum gezogen haben und jetzt ein Hit nach dem anderen kommt. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, auch wenn, wie gesagt, eine Goldkarte schon mit drinne war. Da geht noch ein bisschen mehr. Na klar. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Oh mein Gott, ich hab's fallen lassen. Go, 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 go. Wir gehen rein. So, mal gucken, ob das jetzt mit dem Granbul etwas weiter aufwärts geht. Peck macht auf jeden Fall Auge. Collapse Stadium, Deden, Shinx, Porenta, Obei, Mewtwo in Reverse Holo. Also das ist, glaube ich, die einzige Karte oder eine der sehr wenigen auf jeden Fall, die man hier gerne als Reverse Holo mitnimmt, würde ich sagen. Ich glaube, es ist eine normale Rare. So in der Form. Also absolut geil. Nehme ich definitiv mit. Und es funkelt dahinter, Leute. Wir haben den nächsten Hit und Super. Echt super. Flygon Wii auch als Full Art. Boah, Leute, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also, wie gesagt, Mewtwo als Reverse. Sehr, sehr gerne. Wir schaffen es tatsächlich in einem Display zwei Full Arts zu ziehen, aber dann zwei leider nicht so krasse Pokémon. War schon ein gutes Pack, aber da geht aus meiner Sicht doch noch mehr. Wir machen weiter. Nächstes Pack. Natürlich kann man nicht immer vom Glurak ausgehen. Es gibt aber auch noch ein paar andere sehr geile Karten, die ich letztendlich ziehen möchte. Also ein paar Characters Rares wären zum Beispiel mal nicht schlecht. Die sind eigentlich auf dem Reverse-Slot, da haben wir noch gar nichts von gesehen. Wir hatten einmal eine Goldkarte und dann kam wirklich gar nichts mehr. Vielleicht ändert sich das in diesem Pack. Nein, es ist wieder eine normale Karte und auch kein Hit dahinter. Also langsam wird's eng, Freunde. So, und ich habe schon wieder gespoilert. Nice. 3, 4. Und wir starten mit Metallenergie. Floatzel. Obei mal wieder, Slimer, jetzt kommt Sneebel. Oh ne, Pipi. Ich dachte, wir hätten schon wieder dieselbe Kartenanordnung. Dann haben wir eine Electek. Und jetzt haben wir doch die erste. Also, da sehen wir es. Wir sind erst auf dem Reverse-Slot. Und Deden als Character Rare. Ist jetzt keine der besten, aber Deden ist trotzdem cool. Und endlich haben wir es geschafft in dem Opening, Leute. Wir haben eine. Ja, dahinter leider nichts, kein Doppel-Hit-Pack. In diesem Pack eben haben wir es also gesehen. Es ist möglich, auf dem Reverse-Slot auch etwas zu ziehen. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung für die letzten Packs. Wir gehen rein. Hoffentlich können wir noch ein oder zwei von diesen Character-Rares ziehen. Ich finde die nämlich mega cool. Die möchte ich jetzt nicht mehr ziehen. Da haben wir jetzt drei Stück von. Das reicht. Double Turbo Energy. Ja, Chimchar hatten wir eben als Face-Karte, als wir das Pack direkt geöffnet haben. Diesmal wieder leider eine normale Reverse-Holo, aber Electek ist nicht ganz so schlecht. Und Flygon, den wir schon als Full-Art ziehen konnten, auch nochmal als Rare-Card hier vertreten. Gehen wieder auf die linke Seite. Ja, ich denke, wird wieder Zeit für einen Hit. Wie gesagt, so viele Packs haben wir nicht mehr. Aber wir haben auch noch nicht so viele Hits. Von daher würde ich mir jetzt noch mal was wünschen an der Stelle. Und nach Electek ziehen wir auch seine Weiterentwicklung in Reverse. Wir haben also ein Set zusammen, immerhin. Und Professors Research. Also wir haben es mit diesen Trainerkarten heute. Reverse Holo haben wir sie andauernd. Und als normale Holos haben wir da jetzt auch schon die zweite. Weiß ich nicht, ob ich das so möchte. So, ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber wir dürften uns jetzt langsam im letzten Drittel befinden und das sollte noch mal scheppern. Wäre auf jeden Fall nach dem, was wir jetzt so im Mittelteil hatten, auf jeden Fall gerechtfertigt. Ultra Ball, Tropius, Sneebel mal wieder,
Wieder eine normale Reverse. Die wollen wir nicht, aber der nächste Hit. Und wir ziehen Raichu in V. Ja, Freunde, wieder nur eine normale V-Card, aber Raichu, immer ein Fanliebling. Ist jetzt nicht der Hit, der uns so vom Hocker reißt, aber den nehmen wir auf jeden Fall mit. Nächstes Glurak Pack. 1, 2, 3, 4. Metallenergie. So, Magma haben wir jetzt auch schon ein paar Packs nicht mehr gesehen. Wieder eine normale Reverse. Aber der nächste Hit drin. Es wird wieder eine normale Wii, wie es aussieht. Luminion. Wieder nicht das allerbeliebteste Pokémon. Aber wir haben doch Hits in diesem Display, Leute. Weiter geht's. Also, wir sind ja wirklich mit einer Goldkarte direkt reingestartet. Ich dachte, das wird jetzt echt geisteskrank. Stark angefangen, aber auch stark nachgelassen. Jetzt haben wir zwar ein paar weitere Hits landen können, waren aber letztendlich nicht die besten. Vielleicht wird der Endspurt nochmal big und wir haben den nächsten Hit auf dem Reverse-Slot. Und diesmal ziehen wir Aquana. Da haben wir doch noch eine geile Karte hier drin, Leute. Mit Gary im Hintergrund, sehr nostalgisch. Sehr, sehr geile Karte. Also so habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Und auf dem letzten Slot haben wir diesmal nichts. Das ist aber nicht so schlimm, weil Aquana ist wirklich eine der besten, Leute. Eine davon noch zu ziehen, das wäre wirklich big. Bin gespannt, ob es uns gelingen wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt deutlich mehr Hits als in der ersten Phase des Openings. Das freut mich zumindest schon mal. Auch wenn der richtig große Banger noch fehlt. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht kommt er noch. Tropius, Magma und Sterndu. Diesmal wieder eine normale Karte. Aber wir haben einen Hit. Es sieht mir nach einer Full Art Karte aus. Und es ist Marnie Sprite. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr cool. Gegen Ende zieht das Display doch nochmal an. Also die ist auch sehr, sehr stark, finde ich. Klar, man wünscht sich immer eher ein Pokémon als Hit. Aber die Marnie, die nehmen wir nichtsdestotrotz auch mit. Endspurt, Leute. Ein paar Packs haben wir noch. Mittlerweile dürfte die Hitrate auch wieder etwas besser passen. Wie gesagt, die letzten Minuten waren echt gut, was das angeht. Aber über den einen oder anderen mehr möchte ich mich natürlich nicht beschweren. Von daher machen wir direkt weiter. Deden. Mal wieder, diesmal als normale Karte, Porenta. Wir haben schon lange keine Reverse-Trainer-Karte mehr gezogen. Ich wollte es extra nicht sagen, damit es nicht passiert. Und jetzt passiert es doch. Nächster Hit hinten dran, Kingler. Mega. Wieder eine normale Wii-Card, aber Kingler feiere ich extrem, Freunde. Also da weiß ich wirklich noch aus dem Anime in der Pokémon-Liga, als Kingler da alle rasiert hat. Seitdem ist es irgendwie von der ersten Generation, ja, kann man so sagen, ziemlich mein Lieblings-Pokémon geworden. Und das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, von daher freue ich mich über diese Karte. Weiter geht's, nächstes Pack. Und ich habe schon wieder gespoilert, diesmal sieht die Karte aber anders aus. Das heißt, wir werden hier mit höchster Wahrscheinlichkeit einen Hit drin haben, Freunde. Jetzt hoffe ich nicht, dass es eine normale Holo ist. Wir werden es gleich wissen. Auf jeden Fall Klink haben wir noch gar nicht gesehen, meine ich. Zumindest erinnere ich mich jetzt nicht bewusst dran. Und wir kommen in den interessanten Bereich rein. Reverse Rare in Psycho. Ist das etwa nochmal ein Mewtwo? Nope. Nein. Und jetzt bin ich gespannt. Nein, es ist eine normale Holo. Das geht doch nicht. Verdammt. Ja. Schade, dass das jetzt wirklich nur eine normale Holo war. Wir haben am Anfang viele gezogen. Jetzt haben sie sich lange nicht blicken lassen. Hätte jetzt nicht sein müssen, dass diese Holos nochmal zurückkehren. Aber gut, da machst du nichts. Wir schauen nach vorne. Nächstes Pack startet mit Unlichtenergie. Dann haben wir zweimal dieselbe Karte im Pack. Okay, das hatte ich so auch noch nie. Hintereinander auch noch. Krass. Ja, irgendwie verwirrt mich das jetzt gerade. Auf jeden Fall kein Hit. Kein Hit. Ja, da kam gerade schon so ein bisschen die Hoffnung, oder ich hatte die Hoffnung vielmehr, dass das vielleicht ein Error-Pack ist.
wenn zweimal dieselbe Karte drin ist, weil normal sollte das nicht so sein. Oder Leute, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon öfters mal hattet. Also ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Höchstens mal als normal und reverse. Aber so weiß ich jetzt nicht. Friends in Gala. Palim Palim. Ja, wieder nichts auf dem Reverse-Slot und ein Lucario immerhin in Holo. Wir gehen jetzt wirklich in den Endspurt rein, haben nochmal ein Glurak-Pack hier an der Stelle. Also das wäre natürlich das Nonplusultra, wenn wir den hier noch ziehen könnten. Also dann raste ich hier, glaube ich, komplett aus. Aber die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, ich brauche nichts zu erzählen. Ihr wisst selbst. Nächste Characters Rare. Und Sekrom. Auch nicht schlecht. Ja, also ist jetzt die dritte. Langsam stimmt die Quote, würde ich sagen. Dahinter wieder nichts. Aber dieses Sekrom, absolut geiles Artwork wieder. Jetzt haben wir drei Stück und da können wir jetzt schon langsam an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich bin zufrieden. Aber wer weiß, ein paar Packs haben wir ja noch. Ich gebe die Hoffnung bis zum Schluss nicht auf, dass wir hier noch einen Glurak drin haben können. Bei Celebrations kam es auch sehr, sehr spät. Vielleicht gelingt uns das ja auch hier. Auf jeden Fall Riolu, Hokumil, ein Pipi mal wieder. Auf dem Reverse-Slot nichts und diesmal gar nichts in dem Pack. So Freunde, vier Packs haben wir jetzt noch übrig. An der Stelle sei schon mal gesagt, wenn euch das Opening gefallen hat bis an dieser Stelle, lasst mir sehr gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr weitere Openings sehen wollt. Und drückt die Daumen, dass hier in den letzten vier Packs es nochmal ordentlich scheppern wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommt noch etwas. Ultraball, Tropius, Shinx, Magmortar immerhin als seltene. Und dahinter haben wir jetzt das Mewtwo auch in Normal gezogen, was wir schon in Reverse haben. Ist halt leider eins der letzten Packs, da wünscht man sich halt anderes als ein Mewtwo. Drei Stück noch. Erstmal beginnen wir mit dem letzten Glurak Artwork für heute. Aber beim Glurak Artwork ist auch nie ein Glurak drin, habe ich so irgendwie das Gefühl. Glurak ist halt fast nirgendwo drin. Ja, aber das mit dem Glurak Artwork, dieser Aberglaube, also der hat für mich persönlich noch nie funktioniert, bin ich ehrlich. Daher mal gucken, was dieses Glurak-Pack hat. Und wir haben die nächste Single Strike Urshifu. Noch eine Characters Rare. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem noch in der Wii-Form diesmal. Nicht schlecht. Tornados hinten dran. Können wir ignorieren. Aber wir haben nochmal einen Hit, Freunde. Auch sehr, sehr geil vom Artwork her. Wir sind am vorletzten Pack angekommen. Mal sehen, was hier noch so drin sein wird. Jetzt mit dem Urshifu nochmal. Bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich echt sage, Display war doch in Ordnung, in der Breite zumindest. Was die Anzahl der Hits angeht, war es wirklich in Ordnung. Auch wenn die Hits selber jetzt leider nicht die krassesten war, aber das steckt man halt nie drin. Palim Palim und eine Niete. Und damit gehen wir ins letzte Pack, Freunde. Vorerst die letzte Möglichkeit, doch nochmal einen Glurak zu ziehen. Last Pack Magic wäre einfach so unfassbar. Mal sehen, ob wir das an der Stelle auch erfüllen können. Wir starten mit einer Kampfenergie. Dann haben wir schon mal ein Feuer-Pokémon. Doppelte Turbo-Energie. Und wir kommen an die interessante Schnelle. Sneebel nochmal. Corpish. Ja, leider keine Characters Rare zum Schluss, aber eine seltene. Und wir beenden das Opening mit Lavados als normale Holo-Karte. Naja, es ist ein Feuer-Pokémon, aber es ist nicht Glurak. Trotzdem eine schöne Karte. Da haben wir schon Schlimmeres auf dem letzten Slot gesehen, oder? Damit war es das mit dem Opening. Wir schauen uns nochmal die Ausbeute an. Ja, Mew in Reverse. Natürlich nicht der beste Hit, aber muss man auch erstmal ziehen in Reverse. Dann hatten wir ein paar schöne Wii-Karten. Also gerade die ersten beiden sind First-Generation-Pokémon, also die nimmt man für diese Slots immer gern mit. Sind natürlich nie die wertvollsten Karten, aber wir haben sie. Dann, auch wenn es spät angefangen hat, haben wir ein paar Characters Rares gezogen. Einmal Deden, den würde ich jetzt mal ganz hinten einordnen. Dann das Sekrom in einem sehr schönen Artwork, wie ich finde. Einmal sogar eine Wii-Card, Urshifu.
Und das absolute Highlight für mich ist dieses Aquana von Gary. Also das Artwork, mega, mega stark aus meiner Sicht. Und da bin ich echt froh, dass wir die ziehen konnten. Das war unser erster Hit im gesamten Opening, Entei. Mittlerweile leider etwas overprinted für ein legendäres Pokémon, finde ich. Dann haben wir eine der Full Arts, die wir ziehen konnten, Flygon. Full Art immer geil. Das Pokémon jetzt selber, weiß ich nicht. Ich fühle es nicht so extrem, aber es ist eine Full Art, Leute. Damit hat es eigentlich so direkt am Anfang begonnen. Wir konnten auf dem Reverse-Slot eine Goldkarte ziehen. Urshivo, mega, mega stark. Und Granbull, auch nicht das beliebteste Pokémon in Full Art, aber immerhin zweite Generation, nehme ich mit. Und eine Trainer-Full Art mit Manisprite konnten wir auch noch ziehen. Ja, in der Breite war es jetzt, denke ich mal, in Ordnung. Die Knaller-Hits haben leider gefehlt, aber so ist das, Freunde, ihr kennt's. Wir lassen uns auf jeden Fall nicht entmutigen. Es werden weitere Pack-Openings kommen. Lasst ein Abo da, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Und an der Stelle bin ich wie immer raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.